Leute, ich bin's Ilona und von mir gibt es heute ein Vegans Haul und Taste Test. Ich habe bei Vegans online bestellt, da es dort einige Sachen gibt, die ich bei mir im Supermarkt noch nie gefunden habe. Deswegen schauen wir jetzt heute einfach mal, was ich mir so bestellt habe. Und alle Dinge, die man probieren kann, werden wir auch probieren. Ein paar Sachen, die man warm machen muss, werde ich dann noch zubereiten und dann im Nachhinein probieren. Und ich habe dunklere Haare, wer es noch nicht gesehen hat. Ich bin jetzt wieder sonnenhaarig. Fangen wir an mit der ersten Sache. Und zwar handelt es sich dabei um einen Haselnuss-Cappuccino. Es gibt ja im Supermarkt so fertige Cappuccinos, immer nur mit Milch. Und das hier ist einer von der Marke Vegan Factory, aber ohne Vokale, also WGNVCTRY. Und das ist der Cappuccino Typ Haselnuss. Ich liebe Nüsse. Und ich liebe bei Starbucks immer die Getränke, die irgendwas mit Nuss zu tun haben. Zum Beispiel Toffee Nut Latte oder Lebkuchen Latte, finde ich alles übel lecker. Und ja, das ist einfach ein Cappuccino, den man mit ein bisschen heißem Wasser auflöst. Und der hoffentlich lecker schmeckt. Machen wir den hier schon mal auf, während das Wasser in der Mikrowelle ist. Und riechen da mal dran. Ernsthaft? Boah, das riecht richtig lecker. Oh, ich hoffe, das schmeckt gut. So, hier haben wir jetzt das heiße Wasser in der süßen Tasse. Und jetzt kommen 3 bis 4 Teelöffel Pulver rein. 2, 3, 4. Das Ganze wird jetzt eingesetzt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich gerade drauf freue. Ist da eigentlich Koffein drin? Ich weiß es nicht. Es ist jetzt noch sehr heiß, deswegen probieren wir jetzt erstmal mit dem Teelöffel. Ich finde es lecker, aber ich finde es irgendwie nicht süß genug, obwohl da schon Zucker drin ist. Aber dazu muss man sagen, ich trinke meinen Kaffee mit sehr viel Milch und mit sehr viel Zucker. Aber es ist lecker. Es erinnert mich echt sehr an so einen Toffee Nut Latte bei Starbucks. Also ich freue mich schon sehr, jeden Tag so einen schönen Haselnuss-Cappuccino zu trinken. Ich finde es halt immer gut, wenn man keine Lust hat, sich extra Kaffee zu machen. Dann kann man schön schnell so einen Cappuccino trinken. Boah, ich habe echt Angst. Ich verbrenne mich immer an Kaffee. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Sache. Und zwar sind das Eat Real Quinoa Chips mit dem Geschmack Chili and Lime. Ich weiß, dass ich schon mal Quinoa Chips probiert habe, aber ich weiß nicht, ob es die Sorte war. Riecht. Ich kann es nicht beschreiben. Irgendwie nach Käse. Sehen so aus. Ich glaube, jetzt nach dem Kaffee schmecken die zwar ein bisschen komisch, aber ich finde es lecker. Man schmeckt auf jeden Fall sehr den Chili. Es ist ein sehr scharfer Nachgeschmack, aber die Konsistenz ist sehr gut. Sehr knusprig, sehr lecker. Schmeckt auch auf jeden Fall nicht nach Quinoa. Ich glaube, die sind nicht so stark gesalzen oder so. Die sind eher scharf. Aber gleichzeitig hat es auch was von Limette. Ich hätte es nicht gedacht, aber das ist eine geile Kombi. Komischerweise kann ich es weiterempfehlen. Hätte ich nicht gedacht. Finde ich voll lecker. Dann machen wir weiter mit einer Sache, auf die ich mich sehr freue. Die sind neu. Und zwar sind das vegan Muffins Double Shock. Das sind vegane, saftige, extra schokoladige Muffins. Wie geil ist das bitte? Ich werde auf jeden Fall einen davon morgen mit zur Schule nehmen. So sehen die aus. Wie ganz normale, geile Schokomuffins. Ich sehe Schokostückchen.
gefällt mir sehr. Wir brechen jetzt einfach mal ein Stück ab. Mhm, saftig. Schokoladig. Lecker. Ich finde es witzig, weil dieser Muffin erinnert mich an diese, kennt ihr diese Riesenpackung mit ganz vielen Mini-Muffins, die man früher mal so gekauft hat bei Lidl oder so. Erinnert mich geschmacklich sehr daran. Schmeckt auf jeden Fall nicht selbstgebacken, schmeckt nicht gesund, gar nichts auf jeden Fall und ist auch nicht gesund. Aber ich mag es auf jeden Fall. Mhm. Kann man natürlich nicht vergleichen mit einem Cupcake von dem Laden, wo ich mit Lauter war in London. Aber für so ein Fertigmuffin sehr gut. Also Fazit zu den Muffins. Nicht die besten Muffins, die ich jemals gegessen habe, aber sehr gut für abgepackte Muffins. Also sehr, sehr lecker und schmeckt auch sehr, sehr frisch, muss man sagen. So, dann kommen wir jetzt zu einer herzhaften Sache. Und zwar zu Vegans Crispy Nuggets. Und die werde ich im Anschluss, wenn ich alles andere probiert habe, machen. Und dann am Ende nochmal mit euch probieren. Ich möchte jetzt aber erstmal die anderen Sachen durchgehen. Nämlich, ich suche was ganz Bestimmtes. Yes, ich habe mir Vegans Patty Classics bestellt. Die habe ich schon gegessen auf der GlowCon. Da gibt es ja immer einen Vegan-Stand und da esse ich immer Burger. Und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass sie diese Patties benutzen. Und ihr wolltet ja alle im letzten Mukbang, habt ihr alle geschrieben, macht bitte einen Burger-Mukbang. Deswegen werde ich den jetzt nicht probieren, sondern werde im nächsten Mukbang einen Burger damit vorbereiten, Pommes machen, eine Cola kaufen und dann machen wir so ein cooles Burger-Mukbang damit. Also darauf könnt ihr euch schon sehr freuen. Dann kommen wir jetzt zu einem Joghurt von Vegans und zwar ist das hier Hello Coco Erdbeerjoghurt. Wie der Name es schon sagt, ist das ein Erdbeerjoghurt mit Kokosmilchbasis. Was ich immer für einen sehr großen Nachteil halte bei so Kokosmilchbasis-Joghurten, ist, dass es immer sehr viel Fett hat und das ist auch hier der Fall. Hier sind 125 Gramm und 100 Gramm hat 11 Gramm Fett. Das ist noch im Rahmen. Im Vergleich zu anderen Kokosmilch-Joghurts geht das noch. Aber mein eigentlicher Favorite ist der Alpro Go on Quark mit Erdbeer. Deswegen werden wir jetzt mal den hier probieren. Riecht erstmal wie der Alpro-Joghurt. Wobei, ich meine, der war jetzt auch die ganze Zeit im Paket, deswegen ist die Konsistenz vielleicht ein bisschen wässriger. Man schmeckt wieder sehr die Kokosmilchbasis. Es gibt in manchen Supermärkten so eine andere Kokosmilchbasis-Joghurtmarke. Und die gefallen mir auch nicht so gut und der hier auch nicht. Tut mir leid. Dieser Joghurt ist leider durchgefallen. Es schmeckt nicht schlecht. Das will ich auch gar nicht behaupten. Hätte ich Hunger, würde ich es aufessen. Hätte ich keinen Hunger, würde ich es auch aufessen. Aber es ist leider keine Empfehlung von mir. Wenn ihr Joghurts mit Kokosmilchbasis mögt, dann probiert ihn gerne. Aber ich ziehe eher den Alpro Erdbeerjoghurt vor. Tut mir leid, Vegans. Dann kommen wir jetzt zu drei verschiedenen Riegeln. Und zwar fangen wir an mit dem Pulsen Protein Snack Maple and Peanut. Der ist, wie er es schon sagt, high in Protein. Pro Bar hat er 230 Kalorien, davon 13 Gramm Kohlenhydrate und 13 Gramm Proteine. Und wir schauen mal, wie er aussieht. So sieht das aus. Sieht aus wie so ein typischer, sieht irgendwie aus wie so ein Fruchtsnack. Ich kenne diesen Geschmack. Das ist so ein trockener, ekliger Proteinriegel. Ich hatte schon mal genauso einen. Also jetzt nicht von derselben Marke. Also wenn man nach einem Fitnessstudio schnell was braucht, okay. Dann kommen wir jetzt zu zwei hoffentlich leckereren Riegeln. Und zwar sind das Riegel von der Marke Loving Earth. Einmal ist das der Organic White Salted Caramel Bar Riegel. Und einmal ist das die Hazelnut Milk Chocolate.
Ach, ist das eine Schokolade? Keine Ahnung, so sehen die auf jeden Fall aus. Ein sehr süßes Design. Die sind sehr komisch flach. Seht ihr das? Das fühlt sich so an, als wäre da gar nichts drin. Also fangen wir mal mit dieser Salted Caramel Bar an. Was? Ach, das ist ein Herz, wie süß. Und da steht Love drauf. Okay. Öffnen wir das Ganze. Ist da was? Oh. Ist da was drin? Nein. Okay, so sieht tatsächlich dieser Riegel aus. Beißen wir ab. Ich weiß nicht. Ich finde, das schmeckt nach selbstgemachter Schokolade. Ich habe oft selber Schokolade gemacht, einfach aus Kokosnussöl, Kakao und Agave. Und das schmeckt eigentlich genauso, nur ohne Kakao. Also, ich finde es nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie besonders gesund sein soll. Oh ja. Kakaobutter, Kokosblütenzucker, Cashewkerne, Kokosraspeln und Salz. Ja, und man schmeckt es leider. Schmeckt halt sehr gesund. Wenn man etwas sucht, was vergleichbar ist mit normaler Schokolade, würde ich das nicht empfehlen. Und ich hoffe, das hier ist jetzt nicht genauso eine Enttäuschung. Ich habe jetzt aber keine hohen Hoffnungen mehr. Ich meine, es heißt Loving Earth. Was habe ich mir erwartet? Es ist hier dasselbe, ist auch wieder eine süße Herzform. Finde ich auch super schön. Ja, schmeckt genauso. Schmeckt wie meine selbstgemachte Schokolade. Und es schmeckt auch wie so ein Riegel, den ich mir manchmal im Bioladen kaufe. Ich weiß nicht genau, wie diese Schokosriegel heißen, aber das schmeckt wie so typische, gesunde, vegane Schokolade. Okay, und dann haben wir jetzt noch sehr viel Brotzeug. Und zwar sind das zweimal die Bäderscheiben. Das ist veganer Käse, einmal Classic und einmal Paprika. Dann habe ich einmal den veganen Aufstrich Paprika, weil ich sowas gerne auf mein Brot packe. Und einmal die veganen Genießerscheiben mit. Und ich werde aus den drei jetzt eben ein Grilled Cheese machen. Ich werde sie nicht pur probieren, weil ich nie pur veganen Käse esse. Esse ich immer nur in Grilled Cheese Form. Damit werde ich mir jetzt auch eben einen Toast schmieren. Und ich werde ein Nugget anbraten. Und da sehen wir uns wieder. Mit ein paar Sachen zum Probieren. Erstmal Entschuldigung für das schlechte Licht jetzt, aber das Kabel wäre sonst über die heiße Kochplatte gegangen. Und ja, unser Ringlicht wollte ich eigentlich nicht kaputt machen, deswegen, ja, es ist jetzt heute so. Ich habe hier drei kleine Mini-Grilled Cheese, so süß, und einen Chicken Nugget und ich würde sagen, mit dem fangen wir auch an. Wahnsinnig heiß, aber total lecker. Ich muss sagen, erinnert mich sehr an die Edeka Nuggets. Wer die von der Eigenmarke kennt von Edeka, die schmecken denen sehr, sehr ähnlich. Dann haben wir hier die Genießerscheiben, nee, gar nicht, die Bäder, den Bäderkäse, Paprika. Mag ich nicht. Ist nämlich sehr würzig. Es ist okay, aber es wäre jetzt nicht die erste Wahl. Ich denke, der Classic wird mir besser gefallen. Das ist der Classic. Den mag ich sehr. Und so ein Grilled Cheese. Gefällt mir das, ja. Hier ist jetzt der vegane Aufschnitt. Davon nehmen wir jetzt einfach mal eine Hälfte. Eigentlich würde da natürlich noch Margarine und sowas drauf kommen, aber wir machen es mal simpel. Sehr lecker. Es gibt entweder so veganen Aufschnitt, der schmeckt zu süß, oder der schmeckt zu sehr nach echter Wurst. Und das ist echt ein guter Aufschnitt. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Grilled Cheese.
Und zwar ist das jetzt der Vegans-Aufschnitt. Ist auch gut. Anders als der Better-Aufschnitt. Weniger Geschmack, würde ich sagen. Aber auch lecker. Und ich würde sagen, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ich mehr solcher Videos machen soll. Mehr Taste-Tests. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen hoch. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss!